Die Zuschauer entscheiden, ob wir uns einen neuen Lava-Eimer geben oder nicht. Wenn wir keinen neuen Lava-Eimer kriegen, müssen wir das ganze Skyblock einfach mit Holz bauen. Weil Holz haben wir durch die Saplings, haben wir einfach. Dann war es jetzt hier das letzte, was wir mit Cobblestone gebaut haben. Mehr gibt's nicht. Zuschauer entscheiden. Ja, wir haben auch keine schönen Blockstrukturen mehr. Wer ist schuld? Hallo Minecraft, hallo Shadow Tears. Hallo Varuna! Ja. Wo sind wir hier? Na, auf der Insel. Auf der Insel ohne zwei Berge allerdings. Ah, Sonnenaufgang. Wie schön. Wir wollen hier vier Pillar Survival Skyblock spielen. Hallo? Ja. Ist er noch da? Ja, hallo. Ich war gerade zu langsam. Na, na, na. So, kann ja auch mal vorkommen. Hm? Kann ja auch mal vorkommen. Ja, ja. Wir haben hier schon Kisten. Wir müssen jetzt erstmal wieder einen Cobblegenerator bauen. Cobblegenerator. Ich platziere mal hier schon ein bisschen. Lass dich jetzt mal einfach mal kurz bauen, weil du hast ja jetzt gerade da schon Erfahrung gesammelt. Jo. Ich habe ja im Moment gerade auch einen Singleplayer am Laufen. Mit dem Skyblock. Warte mal. Ich lasse die Lava mal noch draußen. Weil wir brauchen ja erst einen Baum. Sonst wird es ja nichts. Ich habe noch eine Erde. Jupp. Pflanz mal da drin. Also unter dem. Moment, hier unter diesem Cobblestone, da müsste dann der Bedrock später sein. Also ein bisschen aufpassen. Wir müssen noch ein bisschen Erde abfahren. Pflanz mal die Erde gleich da hinten wieder dran, dass wir da so ein bisschen eine Plattform kriegen. Aber denk dran, nicht alle Dinge abbauen. Nicht alle Grasblöcke abbauen. Also sonst vermehren die sich ja nicht mehr. Exakt. Also doch, das Gute ist, wir haben da hinten bei dem Pillar, da ist ein Erdpillar mit einer Kiste oben drauf. Da gibt es auch nochmal Gras. Das habe ich nämlich bei meinem Singleplayer verpeilt. Da muss nachher ein Erdblock noch dran, weil da kommt ja die Lava rein. Denk dran. Oh, stimmt. Und was wir hier auch gleich machen sollten, ist mit dem Bone Meal ein paar Dings da. So, ich pflanze mal da dran, dass wir uns da Gras holen, ne, nicht Gras, dass wir uns da Seeds holen. Ah, okay. Tief da runter. Hm? Ich tief da runter. Ja, wo ist denn der Cobblestone-Block? Der ist bei der Fackel, oder? Ja. Oh. Die Fackel kannst du mal hier neben das Wasser platzieren. Andere Seite, da haben wir mehr Fläche, da brauchen wir mehr Licht. Sonst kriegen wir gleich Besuch von den Zombies. Aber wieder um Leben und Tod, wie immer. Ja, vor allem hier beim Skyblock. Das da können wir noch wegmachen. Kann ich da noch eins nach unten? Ja. Irgendwie ist meine FPS gerade ziemlich im Keller. Stein ist kein Bedrock. Ha? Unter dem Stein ist kein Bedrock. Ne, da kommt noch ein Dirt und dann müsste Bedrock kommen. Ja. Shift, oh. Shift, Shift, Shift.
Sieh bloß zu, dass du das Wasser nicht wegmachst. Ja, da oben, da passiert ja nichts. Da ein bisschen Spannung geben. Ja, yeah, aber du weißt, ich habe schon ein gewisses Alter, der Herzinfarkt, der kann schon mal kommen. Bei dir? Oi, ja, oi. Wenn du mich so schockst. Aber die Tote, also den Tod bist du doch schon von Minecraft City bei mir gewohnt. Ja. Ich bin auch so ein. Ach, wie heißt das? Lebensmüder Mensch. Ja, vielleicht ist auch, aber. So, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit totschlagen. Einer, der sich gerne umbringt. Erzählen wir mal noch was ein bisschen hier über das Four Pillar. Also, das heißt eigentlich vier Pfeiler, die wir hier haben. Ich erkläre mal kurz: Da gibt es einen Pfeiler, der komplett nur aus Erde besteht, bis oben, und oben auf den Pfeilern ist immer eine Kiste versteckt, außer auf dem hier. Ich gucke gerade den Dings da an, den Kaktus. Da gibt es eben einen Kaktus. Bei dem Erdpfeiler ist halt noch ein Quell bei der nächsten Ebene. Genau, da ist, den sieht man bei mir ein bisschen schlecht, gerade wegen dem Shader. Da ist ein Gravel-Block unten. Dann haben wir hier einen Obsidian-Pillar, der auch oben eine Kiste drauf hat. Und in jeder Kiste gibt es halt irgendwas. Zum Beispiel hier ein paar Spawn-Eier von diversen Tieren. Dann haben wir hier, ich gehe mal gerade ein bisschen vorsichtig hier rüber. Dann haben wir hier auf dem Pillar, der ist aus Clay und unten aus Sand. Und dann haben wir hier noch einen ganz interessanten. Der ist aus Eisen, aus Gold, Redstone, ein bisschen Lapis und Diamanten. Oh, der Baum ist gewachsen. Oh, ah, cool. Ich baue mal oben ab, du kannst unten abbauen. Fall nicht runter. Nein, Shift ist hier Dauer geklickt. Und jetzt sollten wir eigentlich gucken, dass wir schnell einen Sapling kriegen. Ich glaube, der ist gerade. Hast du einen gekriegt? Ja. Nein? Hoffentlich kriegen wir einen. Ah, da ist einer, irgendwo hier. Ah, ich hab ihn. Ah, oh, sehr gut. Also. Es ist schon mal vorgekommen, dass keiner gekommen ist. Genau, das hatte ich in meinem letzten Singleplayer so. Aber haben wir jetzt nur ein Sapling? Ja. Das ist ein bisschen wenig. Komm, bitte noch einer. Oh. Ah. Okay. Warte mal kurz. Ich mach mal schnell eine Crafting Bench. Ja, unter der Kiste stellt. Nee, ich vergrößere die Plattform damit. Kannst du mir mal noch ein bisschen Holz zuwerfen, bitte? Aber nicht runter. Ich werf die hier unten in die Ecke rein. Oh nee, Regen! Was soll denn das? Ich hasse Regen in Minecraft. Besser wie ein Monster. Die warten nicht. Wenn es regnet, spawnt ein Monster. Weiß ich gerade gar nicht. Aber willst du ein bisschen Steine kloppen? Wie in Sibirien? Ach, probieren wir mal aus. Wo ist er? Ja, hier. Ich mach mal hier kurz ein bisschen Gras und hoffe, dass wir. Ja, wir sollten aber auch Lava da hinstellen, hab ich gerade festgestellt. Oh, nichts gekriegt. Ja, aber die Lava gehört hinten da rein, ja. Ja, aber das ist ja ein bisschen eng, ne? Nein, das passt. Geht. Einfach da rein, genau. Der Setzling. Nee, da runter hast recht. Den Setzling hätte ich gerne. Aber bitte nicht in Richtung Lava. Ach, die Ecke. Oh.
Heu. Danke. Oh, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Ah, warte mal. Hab ich schon mal drei Steine, jetzt könnte ich eine Spitzhacke machen. Wenn du noch Holz hast, ja. Hab ich Holz. So. Sechs. Ich schau mal den Bäumchen beim Wachsen zu. Geh runter. Rutsch runter. Und mach das am besten, wenn der Cobblestone Block da ist, ganz dran stellen und einfach draufhauen. Gar nicht von der Taste runtergehen. Jetzt nicht in die Lava rein, ey. Nee. Ich bin pro. Ich wollte mich nur da hinstellen, damit ich auch. Damit wir keinen Cobblestone verlieren. Ah, gute Idee. Ups. Es ist kein Problem. Warte mal. Wenn Lava muss fließen, soll ich ein Experiment wagen? Das denkst, was ich gerade denke, ja. Weil dann hätten wir, dann könnten wir zweimal Cobblestone fahren. Das würde uns natürlich deutlich voranbringen. Ich baue mal erst hier die Plattform ein bisschen weiter. Soll ich dir noch eine Steinspitzhacke geben? Warte, ich probiere jetzt erstmal, ob das geht. Oh! Was los? Warte. Die Lava ist noch da. Ist noch da. Das Problem ist, dass das Wasser durchkommt. Gib mir mal die Holzspitzhacke. So, Moment. Ich muss mal kurz bei mir umstellen. Ich bin es gewohnt von Minecraft City, wenn ich einen Block auswerfe, dass ich meine meine Seitentasten von meiner Maus benutze und jetzt. Merke ich gerade, ach Gott, das geht ja. Also theoretisch geht's, allerdings. Allerdings läuft das Wasser die ganze Zeit da dran vorbei. Das Wasser schubst mich dann. Hast du noch Cobblestone? 7 Stück? Gib mir mal ein paar. Dann baue ich mir da ein Plätzchen, dass ich nicht runterfallen kann. Ja? Ja. Ein paar sind zwar zwei, aber. So, warte mal. Drei behalte ich jetzt mal. Oh, jetzt trotzdem weiter ab, ne? Ja. Wir könnten ja das so machen, dass wir hier irgendwie so einen Wasserfluss machen, wo dann die ganzen Steine, Nee, so viel. Das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt abbaue, die gehen alle nach unten. Der Cobblestone oder was? Der Cobblestone oder was? Ja, genau. Nee, du sammelst den doch auf, ich höre das doch. Jetzt habe ich eingekriegt. Aber warte mal, wir können hier einfach improven. Wir setzen den da drunter, jetzt passt's wieder. Okay. Kurz mal ein bisschen lauter. Ah, jetzt haben wir auch mal. Hoffen wir, dass das Bäumchen gleich wieder wächst. Wie bitte? Du warst ein bisschen arg leise. Ja, ich muss noch kurz das Wetter ein bisschen leiser machen, das aus. Wie lange hast du für deine erste Plattform gebraucht? Ist schwer zu sagen, weil ich meine,
Da spielt. Ach, Scheiße, hier ist etwas ausgelaufen. Da läuft dich alles schief. Ja, du sollst aber nicht hier auslaufen, sondern Cobblestone fahren. Sagt sich so leicht, weil es nicht schwer Cobblestone zu fahren ist. Habt das mal ausprobiert, das ist gar nicht so leicht. Ja. Also gewisse Grundskills braucht man schon in Minecraft. Weiter geht's, da habe ich eine nasse Maus. Wunderbar. Ups, das war Kacke. Pass auf. Ich hab's gemerkt, da unten ist frei. Ja, ich will gleich runter und da mal ein bisschen was anbauen. Ich habe aber noch genug Holz für eine Spitzhacke von dem her. Hast du auch noch Cobblestone? Ja, 25 Stück. Gib mir mal die Hälfte oder so. Hälfte. Ja, nicht so viel schmeißen. Du schmeißt alles weg. Jetzt habe ich 16. Ja, dann hat es gepasst. Ja, das Problem, was wir ein bisschen haben, pass auf den Baum auf. Wenn der wächst, haut er dich auch weg. Weiß, also ich versuche jetzt mal einen Baumtanz zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Lau, 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 lau. Wachse, 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 wachse. Ei, 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 ei. Nee, funktioniert nicht. Ich hoffe mal, also wir müssen, du kannst schon mal einen Ofen craften, weil wir müssen uns Fackeln bauen. Sonst haben wir hier ein Problem mit den netten Besuchern von nebenan. Wo soll ich ihn hinstellen? Neben den Crafting Table kannst du ihn machen. Ich könnte schon eine Kohle machen. Ja, mach mal. Wenn du kannst, dann mach. Ich dachte, wir hätten gar kein Holz mehr. Aber eine Spitzhacke hast du ja auch noch. Kann ich dir aber keine Spitzhacke mehr machen, ne? Ist egal. Ich würde auch sagen, dass wir in Ausnahmefällen auf den Server dürfen, um, sage ich mal, Cobblestone zu fahren. Was ist los? Hör dich so verrauscht. Ne, das ist der Regen. Mal auch mal. Ich habe mal runtergemacht auf 5%. Also. Jetzt müsste es besser sein. Jetzt müsste es besser sein. Nee, das hört sich wie als würdest du durch den Ventilator sprechen. Das kann nicht sein. Ach, jetzt. Hier steht kein Ventilator. Parkour. Also, ich hatte gerade gesagt, Bäumchen. Da ist ein Zeppelin. Ich habe auch einen. Ich hab noch einen. Hast du schon eine Kohle gemacht? Eine Fackel? Fackel noch nicht, eine Kohle, ja. Ich glaube, ich habe sogar F7 noch gedrückt, dann sehen wir, ob das... Nein, das geht hier nicht. Weil wir keinen Mod drauf haben. Ah, stimmt, das war über Mod, ne? Ja, ja. Ah, ja, wenn man modwillend ist. Also, ich habe ein Sapling. Wie viel hast du? 2. Sehr schön. Ich hätte gern ein bisschen, Holz. Nein, Quatsch. Eine Fackel. Mach ich dir. Also, Was denn schon wieder, Varuna? Weiß auch nicht. Also, ich hatte gerade angefangen, man darf in Ausnahmefällen auf den Server, und zwar zu, eigentlich nur zu einer Sache. Und das ist Cobblestone Farm. Man darf aber während der Zeit nichts anderes machen.
Man darf den Cobblestone-Generator nicht umbauen, man darf die Kisten nicht umplatzieren. Nichts aus den Kisten nehmen, außer eine Spitzhacke. Genau, man darf sich nur Spitzhacken und hält gern Fackeln. Gut, danke. Es wird dunkel. Man darf nur zum Cobblestone farmen hier drauf und dann auch nur die Kisten, die da sind, voll machen, nicht mehr. Okay. Also ich darf mir jetzt nicht zusätzlich noch eine Kiste craften und da oder 10 Kisten craften und die alle mit Cobblestone voll machen. Das ist nicht Sinn der Sache. Gut. So, ich begebe mich mal nach unten und probiere mal da ein bisschen was anzubauen. Okay. Soll ich uns schon mal 2 Steinschwerter machen zur Sicherheit? Ja, ich denke mal. Ja, ich habe halt noch ein Stick, von dem her eins mache ich auf jeden Fall. Ach so, ich bin schon mal unten. Da du ja schon vorgespielt hast und sehr guter Bauer bist, hört sich auch irgendwie komisch an, aber dadurch, dass du das so gut kannst, bin ich jetzt für die Verteidigung erstmal zuständig. Ich bin ein Bauer. Sag mal, wie heißt denn das eigentlich richtig? Heißt es Mobs? Oder Möpse? Da wir hier ein Spiel spielen, das auch Kinder spielen, sind es Mobs. Ah, okay. So, hast du mal noch Kohle gebraten? Nee, noch nicht, aber ich kann machen. Wie viel brauchst du? Mach mal was anderes. Ich muss überlegen. Nimm mal die Lava mit dem Eimer raus und hau die mal in die Kiste. Kiste. Ist drin, die Lava? Ja. Okay. Dann platziere einen Cobblestone-Block so, dass das Wasser nicht mehr fließt. Aber guck, dass du das Wasser nicht kaputt machst. Lieber dreimal checken. Aber du musst noch hochkommen, oder nicht? Nein, im Moment nicht. Nehme ich jetzt den Steinblock und setze den da, wo es runterfließt. Danke. Ja, sehr gut. So, jetzt mache ich nämlich hier unten die Kiste weg und warte. Kacke. Ich mache jetzt die Kiste weg und hoffe, dass ich das, was drin ist, krieg. Jo, okay. Jetzt kannst du den Cobblestone-Block wieder wegmachen. Nee, den lasse ich jetzt dran. Ich habe die Ocelots. Okay. Und die Lava kannst du auch wieder platzieren. Aber gerne doch. So, Achtung, ich komme hier hoch. Ich habe nämlich 2 gelbe Eier. Hey. Das sehe ich trotzdem gerade wieder ein bisschen schlechter. Das ist irgendwie komisch. Das kann unterschiedliche Gründe haben. So, lass mich mal überlegen. Ich nehme mal die Kiste hier mit. Und du kannst mal weiter Cobblestone farmen, wenn du willst. Ich bin gerade ein bisschen am Nachdenken. Haben wir noch Cobblestone? Hä? Haben wir noch Cobblestone? Oh, 9 Stück habe ich noch. Haben will. Und brauchst du genau 9 oder brauchst du mehr? Das ist ein Skyblock, so viel wie geht. Da kann ich bis morgen früh dran sitzen. Nein. Hat die Berufsschule drunter leiden. Nein, übertreiben müssen wir es nicht. Ja, natürlich nicht. Weißt du die jetzt auf einmal rund? Okay. Ich gehe jetzt nochmal nach unten. Achso, Holz haben wir keins mehr. Doch, natürlich. Ich habe alles. Wie viele hast du denn? Ich habe 4 Oakwood. Und 6 Oakwood
Wood Planks. Okay. Ja. Oh, ich gehe mal wieder nach unten. Mach das. Wir fahren hier weiter Cobblestone ab. So. Gibt es eigentlich ein Lied über Cobblestone? Nicht, dass ich wüsste. Wollen wir mal eins schreiben? So, so, so. Also hier ist der Mittelpunkt, da ist der Bedrock oben. Wir machen heute eine bisschen längere Folge, weil es einfach die erste ist. Eine Doppelfolge sozusagen. Und sonst, denke ich, konzentrieren wir uns schon so auf 15 Minuten, oder? 15 bis 20. So, weißt was? Das überlassen wir jetzt mal den Zuschauern und die sollen uns raufschreiben, wie lange wir machen sollen. Ja, können wir machen. Weil du sagst immer mal, sind sie zu lang, mal sind sie zu kurz. Jetzt sollen mal die Zuschauer sagen, wie sie es möchten. Aber eine Stunde Folge machen wir nicht. Höchstens, wenn man wirklich was Besonderes für euch und für. So, ich bräuchte noch eine Fackel. Schmeiß mal eine Fackel ins Wasser, bitte. Fackel, da muss ich aber erstmal Kohle braten. Ne, eine kannst du oben wegmachen. Wenn es Nacht wird, dann werde ich angegriffen. Supi. Nein, da stehen noch zwei rum. Und du hast noch eine Lava. Achtung, Fackel kommt. Einfach ins Wasser schmeißen. Ja. Merci. So. So, ich mache mir jetzt mal kurz eine Spitzhacke. Ach, Quatsch. Eine Axt. Hast du noch Cobblestone? Ich brauche noch. Noch. Ah, 19. Nee, 8. Auch einfach ins Wasser schmeißen. Hier ein Auffangbecken. Ich dusche in Cobblestone. Wenn es klappt. Wie bitte? Ich dusche in Cobblestone. Baum ist wieder gewachsen. Das ist sehr schön, geht ja ruckzuck. Und ich habe hier unten gleich. Ich habe wieder Kantenschiss. Ja, der kleine Finger wird hier stark beansprucht. Vom Schiff drücken. Ja. So, ich bräuchte noch Cobblestone. Wie viel? So viel wie geht. Ja, jetzt muss ich erstmal den Baum bearbeiten. Okay. Wow, cool, wir haben einen Apfel. Gut aufheben und erst essen, wenn es wirklich notwendig ist. Kann man da nicht draußen einen Apfelbaum machen? Nein, geht auch nicht, weil das auch modbezogen ist. Ich auch in Vanilla. Nein, geht nicht. Habe ich hier auch natürlich schon ausprobiert. Bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Also. So. Haben wir das ja in irgendeiner Folge mal erwähnt, glaube ich. Das war nein, wir vermischen hier jetzt nichts. Ja, nee, da hast du mal erwähnt, dass ich ja auch Pocket Edition gespielt habe. Ach so. Ja, nein. Eins am anderen. So, und da hast du nämlich, in der Pocket Edition hast du, zusätzliche Erweiterung drauf machst, also jetzt nicht Bot in dem Sinne, dass du so einen Apfelbaum kriegst, musst du dir aber ercheaten, kannst du, dir Apfelbäume hinstellen. Aber die können dann nichts, oder wie? Die sehen dann nur toll aus. Die geben ab und zu mal nach, weiß ich wie viel Tagen, mal einen Apfel ab. Ah ja, okay. So, also die Kisten stehen jetzt unten. Da werde ich jetzt gleich, ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen Cobblestone zusammen in einer Minute. Weil dann sind die 30 Minuten erstmal um. So schnell wieder. Ja, ja. Aber ich denke, wir sind schon recht weit. Ja. Wir haben einen Cobblestone-Generator, wir haben eine Mini-Baumfarm. Ja, ich baue jetzt unten noch ein bisschen aus.
dann haben wir da, können wir da die wichtigen Sachen und den Cobblestone-Generator hin tun. Dann machen wir hier ein Flachdach aus Gras und dann können wir da eben schon unsere Sachen farmen, unsere Bäume weiter anpflanzen und die Erde auch nochmal neu abbauen, damit die nicht verloren geht. Haben wir eigentlich noch außer diese vier Pillars noch andere Pillars auf der Oberwelt? Da hinten gibt es so komische, ich weiß auch nicht, was es sind. Die habe ich im Singleplayer noch nicht erkundet. So komische Wasserschlösser oder sowas. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Das war uns mal überraschen. Ja, müssen wir wohl. So, du hast auch noch Cobblestone gekriegt, dann hätte ich auch den gerne. Kann man. Willst du duschen? Ich muss sowieso gleich. Oh, ja, die fliegen runter. Geh runter. Wow, fast ein Stack. Das ist gut. Mach mal weiter mit Farmen. Jupp. Kommt die nächste Minecraft City Folge? Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal gucken, wann ich die nächste aufnehme. Ja, viel passiert in dem Sinne. Ja, ich habe ja in der Folge gestern, glaube ich, von Minecraft Projekt habe ich ja das, glaube ich, angesprochen. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. So, ich bräuchte noch mal ein bisschen Cobblestone. Ich will hier eigentlich den Raum noch voll fertig bauen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Da ich die Menge des Cobblestones siehst, dann wirst du dich erstmal freuen. Ich freue mich schon. Ja, 35 ist ein gutes Tatwerk. Gib mir Mühe. Das ist toll. Die Hälfte verbrennt. Ja, das ist leider so. So, wollen wir einen Ausguck hier unten haben? Ich denke schon, oder? So ein bisschen Sicht nach draußen. Kann nicht schaden. Ich habe wieder zu viel abgebaut. Ist noch ein Cobblestone bei dir unten? Einer. Ein einziger. Aber jeder Cent, jeder Stein zählt. Ja, ich bräuchte noch ein bisschen. Unersättlich. Dauert noch ein bisschen, Moment. Da liegt noch was. So, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Hast du noch eine? Nee, aber ich werde mir. Ah, ich muss die Kiste noch mal umplatzieren. Oder nee, das passt. Das passt. Kommt Cobblestone. Sehr schön. Dann sind wir nämlich gleich soweit. Wieder so viel. Ja, das sind gute Mengen, die kann ich gut verschaffen. Und wenn für Nachschub garantiert ist, ist das perfekt. Also jetzt auf jeden Fall wieder. Weiter geht's. Eine Runde neues Glück. So. Das sieht schon mal gut aus. Oh, da liegt auch noch einer.
weiß noch, mein erster Skyblock, wo ich im Singleplayer gespielt habe, war glaube ich, ist ja mal ein Baum nie gewachsen, aber hier wachsen die Bäume ja wie Sand am Meer, ne? Ja, ist hier ganz gut. Cobblestone, Cobblestone. Ja, yeah, voll die Springbauskills, die ich mir hier aneigne. Ja, das muss auch sein. Na. So. Jetzt ziehe ich hier gerade mal noch die Decke ein. Und dann war's das aber. Hast du hier mehr Nachschub? Eine Sekunde, dann bin ich wieder bei der gleichen Zahl. Cobblestone. Cobblestone. Das war das Falsche. Ja, das war eine Spitzhacke. Ja, komm runter. Wow. Hier, das ist für dich und ich hätte gern das andere. Hallo? Hallo? Alle hinter dir! Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel mit zwei Bären und einem tiefen Raum. Ich hab mich ja noch nie mit der, so zähmen ausgekannt, sag ich jetzt mal. Kann man eigentlich Ocelots auch zähmen? Ja, das sind die Katzen. Ah. Mit was macht man das denn? Wie bitte? Wie macht man das? Katzen brauchen einen rohen Fisch, glaube ich. Klingt einleuchtend. So. Ich habe mir auch für Minecraft City ein bisschen überlegt, vielleicht tue ich mir jetzt ein paar Haustiere anschaffen. Ja, kann man machen. Sittiche gibt es ja leider nicht. So, jetzt hoffe ich mal, dass dann nirgends die Lava kommt. Ich baue nämlich gerade von unten ein bisschen die Erde ab. Okay. Hier unter der Lava, das ist der Steinblock hier. Ah ja, genau. Ich hoffe, dass du mich nicht runterschmeißt. Nee. Wenn du oben stehst, sollte das nicht der Fall sein. Achtung, ich komme hoch. Ah, jetzt sind wir schon bei 37 Minuten. 5 Minuten hin, 5 Minuten her, ist doch egal. Ja. Und zack, hatten wir eine Stunde. Sind in der ersten Folge, da dürfen wir es noch. So, du hast den Eimer? Ja. Okay, dann nimm mal. Nimm mal die Lava raus, tu die unten in die Kiste. Ne, warte. Hast du noch eine Dings, eine Torch? Eine Kohle? Nö. Hm? Nein. Nein. Hast du noch Holz? Also können wir uns noch Kohle machen? Auf jeden Fall. Das ist gut. Au. Aua. So, mach mal Kohle bitte. Dabei. Wir könnten noch den Lava-Eimer in den Furnace tun. Varuna. Keine gute Idee, verstehe ich gar nicht. Jetzt machen wir doch. Aber glaub ich, ich spring dann sofort runter. Ist das alle Holz, das wir haben?
Ja, mehr nicht? Ja, nicht. Was wollte ich jetzt machen? Ah, ich weiß wieder. Weiß ich auch nicht. Ich gehe hast du noch Cobblestone? Ja, ich werf's dir runter. Wasser fließt zu schnell. Hey, hey, hey. Ich würde nämlich gern noch den Cobblestone-Generator umbauen. War ja jetzt nur provisorisch. Exakt. Oh, Cobblestone liegt unten. Danke. Man kann doch später das Gras auf eine auf eine Ebene bringen, oder? Ja, das will ich jetzt gerade noch machen. Also es wird wohl eine XXXXL-Folge. Aber ich will das hier schon noch abschließen. Ich will jetzt das Dach hier komplett noch ausbauen. Ja, bitte auf den Wasserstrahlen natürlich. Achso, der Cobblestone-Generator ist ja gerade weg. Richtig. So, aber das. Und ist wir sollten auf jeden Fall eine. Eine? Ja, gleich kommt's! Gleich, Achtung! Eine Treppe! Jetzt haben wir's! Achso! Eine Treppe machen! Ja, vielleicht wär's. Für den Anfang zumindest. Vielleicht wäre am Anfang eine Leiter geschickter. Ja, wobei Holz. Ah! Aus einem Holzstamm. Vier Bretter raus. Aus vier Brettern machst du vier aus einem Brett machst du vier. 16 Sticks. Ja doch, das könnte gehen. Du hast doch letzt auch in einem Video, das war eine Timelapse, diesen interessanten Cobblestone-Generator gesehen, der mehrere Optionen hatte. Wie ging der nochmal? Hey, er war diagonal. Da hinten genau. Die Lava. Und hier ist Wasser? Nee. Ah, nee. Die Lava fließt. Nee, das Wasser fließt drei Blöcke bis hierher. Dann geht's runter. Das gleiche kommt von hier. 1, 2, 3 Blöcke. Aber dann brauchen wir ja erstmal zwei Wasser. Nein, du musst ja nur hier ein Wasser hinmachen. Verteilt sich ja auf die Ebene drauf. Aber wir haben nur eine Lava. Und die Lava musst du dann hier so einen Kanal bauen. So einen L-Kanal. Warte mal, was passiert denn, wenn ich das hier wegmache? Dann haben wir keine Fackeln mehr. Ja, da hast du recht. Aber wir sind ja zu zweit, deswegen habe ich zwei Fackeln. Nee. Lass mich mal kurz ein bisschen tüfteln hier. Guck mal nach unserem Bäumchen. Aber ich hätte jetzt natürlich gern einen Cobblestone-Generator, der uns ermöglicht, dass wir gleichzeitig fahren. Unser Bäumchen wächst. Wächst oder wächst nicht? Wächst nicht. Ja, es kommt auch wieder. Das muss auch mal Pause machen. Ah. Hast du mir machen? Ich hab noch zwei Fackeln. Ja. Ich glaube, ich mache jetzt mal. Sechs Holz sind 12. Oh, das reicht gar nicht. Das Bäumchen müsste schon wachsen. Eine Spitzhacke ist auch schon ungeduldig. Das Problem ist, wenn ich die Lava kaputt mache. Aber es geht ja eigentlich gar nicht, oder? Kaputt. Wenn ich die kaputt mache.
Man muss Wasser da hinsetzen und es da runterfließt. Könnte es theoretisch. Warte, ich muss kurz. Nein. Gute Idee eigentlich, so wie der Wasserlauf ist. Hier würde ich noch einen halben hinsetzen. Ja, bitte, das Wasser soll ja von da oben eigentlich gar nicht runterlaufen. Fürs Erste. Und dann? So, und dann machst du das gleiche. Kurz überlegen. Das gleiche muss dann hier drüben hin. Also hier müssen welche hin. Und dann? Also hier. Wo kommt dann die Lava hin? Lava kommt hier hinten in die Ecke. Und dann fließt die hier drauf. Das gleiche fließt dann hier drauf. Und dann müsste hier der Stein sein und hier drüben der Stein sein. Dann nimm doch mal einen Stein und platziere dann so, wie du denkst. Machst du diese halben? Ich crafte kurz. Sehe ich das eigentlich, wenn du craftest? Nein. Ja. Es sind einfach drei Cleanstone in der Reihe. Ach so, ja, genau. Selber gerade überlegen, nee, jetzt habe ich sie falsch platziert, jetzt müsste ich den da weg, dahin, den da. Ja, auch ein halber. Ja, würde ich das so machen, dass wir hier einen hin, hier einen hin. Lava müsste. Ey, ist es kompliziert. Warte mal, wir können es ausprobieren. Warte mal, mach mal. Naja. Mach mal den Diamanten mal weg. Ja, und den hier. Die sollten wir später wegmachen. Und dann machen wir folgendes: Geh mal auf die Seite. Geh mal weit hinters Wasser. Jetzt ist jetzt aber nicht dahin. Da wird kein Cobblestone draus. Was passiert denn, wenn... Warte, ich hab's. Der weg? Da warum? Einer hin? Ja, mach mal weg. Ja. Und dann muss noch der im Eck weg. Der hier. Ja. Halt. Der nach unten. Hast du? Ist es da in der Ecke? Da war Platz, denn es muss raus. Yo, alter, like a bro. Okay. Wie bauen wir es nur ab? Warte. Lass mich überlegen. Ich komme gleich drauf. Ich würde erstmal unten das sichern. Was sichern? Dass wir unten drunter so ein Becken haben. Ja, wir brauchen eigentlich bloß einen Block unten drunter. Richtig, so meine ich ja. Aber, warte mal, wie viel Cobblestone hast du? 4. Ich habe noch 5. Okay, warte mal. Ich geh mal runter. Ich komme wieder hoch. Weil das sofort ist. Warte, nein, komm hoch. Nein, du willst von draußen das. Nein. Zack. Ah, so geht's auch. Da stehst du nämlich jetzt drin. Und wenn ne, warte mal, geh mal hoch. Oder ertrinkst du gerade oder nicht? Nö. Nicht? Dann ist gut. Ich kann ganz schön normal abbauen. Okay. Ich kann halt nicht dauernd. Obwohl, Moment. Ach, geht wieder. Geht sogar sehr effizient.
So, dasselbe machen wir jetzt noch hier. Ich brauche ein Kabel. Gib mir einen Cobblestone. Ich muss jetzt erstmal mir eine neue Spitzhacke machen. Oh. So. Machen wir. Soll ich dir auch gleich eine machen? Ja, kannst du machen. Funktioniert, okay. Das ist schon mal nice. So. Wer die meisten hat gewonnen. Ja, toll, du hast gerade meine aufgesammelt. Cheater. Ich hab 14, nee, 16, 17. Sag doch, du hast meine aufgesammelt. Musst du halt schneller graben. Ich hol mir gleich Diamanten, ich sag's dir. Ja, aber die Wasserproduktion bzw. die Steinproduktion geht sowieso nicht schneller. Ich würde es abbauen. Ersatz liegt in der Chest. Naja. Wir müssen da noch überlegen. Okay, wir müssen halt in Nether. Wenn wir das zweite Wasser haben, wenn wir die unendliche Lavaquelle haben, dann Wasserquelle haben, dann ist es easy. Dann Nether haben wir ja nicht so wie im normalen Minecraft, dass man da irgendwie Lavasee hat und. Nein. Ja, das ist halt das Problem. Oh! Ah! Was hast du gemacht? Au! Oh, sorry, das war ja. Oh fuck, ich bin schuld. Baruna! Ich verantworte deinen Tod. Meine ganzen Ressourcen. Wie blöd bin ich denn? Aber echt. Ich hatte so viel Stone, ich hatte fast einen ganzen Stack. Das war ja. Ah, du bist wieder da. Das war ja. Ja, genau. Da sind jetzt die Ressourcen ganz weg, ne? Welche Ressourcen? Ja, die sind weg. das war ja doof. Natürlich war das doof. Ja, ich hab gedacht, oh, machst du die, das Wasser weg, dann ärgert es sich, dass keine neue. Ich hab noch ein bisschen. Dann ärgert er sich, dass kein neuer Cobblestone generiert wird. Aber dass du natürlich dann, dass die Lava sich ausbreitet, daran habe ich nicht gedacht. Ja, vor allem, ich habe dann geradeaus durchgegraben. Ja, ich hab's gesehen. Das wäre ja noch, auch nicht gerade das Beste. Ja, was mir viel größer Sorgen macht, da oben unser Setzling setzt nicht. Unser Setzling setzt nicht. Zum Wachstum ein. Auch ein Gärtner, er kennt sich mit Setzlingen aus. So, ich habe mal die Lava Reinfall sicher gemacht. Bleib mal kurz weg, ich muss das Wasser noch mal wegmachen. Bist du? Ja. Also theoretisch, wenn wir später, warte mal. Eigentlich können wir später das so machen, dass wir. Ach nee, Moment, das geht gar nicht. Warum will das Wasser nicht in die andere Richtung fließen? Ganz einfach, weil du schon zwei Löcher hast.
Ach so, dann machen wir eins zu. Du musst das so machen, dass du hier das so hast. Vor allem, ich würde das hier zumachen. Guck mal. Dann hier an der Seite nochmal halbe hinpacken. Warum denn? Weil dann fließt Wasser hier lang, an der Seite, fließt dann auch hier drauf. Dann fließt es sozusagen rein von der Theorie her ein U. Ja, aber das ist doch unwichtig. Ich brauche da, wo du jetzt gerade drauf gestanden bist, einen Cobblestone, mehr brauche ich nicht. Das fließt doch hier lang, dann muss das hier aufgemacht werden. Der Block. Na, dann bleib mal weg. So meinst du. Ah, oder so, so gibt's natürlich auch. Ja, dann ist, wenn ich. Mal, er säuft ja doch hier drin. Ertrinkst du nicht? Du kriegst doch auch. Doch, ich ertrink jetzt auch. Hä? Ja, weil das Wasser vorher niedriger war. Aber wie haben wir das denn? Ach so, weil wir jetzt nur noch eins haben und vorher hatten wir drei. Das ist der Fehler. Warte mal. Vielleicht könnten wir das auch so machen, dass wir das von außen laufen lassen. Na. Also so kriege ich keinen Schaden, aber ich weiß nicht, ob das nicht dann fließende Lava ist. Wasser. Ja, inwiefern? Ich habe da eine Half-Slab reingesetzt. Normal ist dann der ganze Block voll Wasser. Der Block nicht voll Wasser. Ja, aber fließende Wasser, es muss ja in dem Sinne fließendes Wasser auf Lava treffen. Auf fließende Lava. Davis, wie kommen wir jetzt an unseren Sendling, der immer noch nicht gewachsen ist? Das ist das kleinste Problem. Treppen? Zum Bleistift. Ich könnte mir vier machen. Hab schon. Ja, ja. Was bist du schnell? Hoch hinaus geht. Also jetzt haben wir nur noch zwei Holz. Diesen zwei Holz mache ich jetzt noch eine vier Sticks. Und was soll ich jetzt aus den vier Sticks noch machen? Was kann man da noch machen? Wird daraus ein Axt. Wenn du hochgehst, aufpassen. Brauchen wir eine Schaufel? Nee, ich sag mal im Moment nicht. Die Erde kann man noch gut von Hand abbauen. Ja, stimmt. So viel. Aber ich mache uns noch zwei Schwerter. Ja. Ich dachte, er ist schon längst gemacht. Ha, ha, ha. Wer hat denn dafür gesorgt, dass ich gestorben bin? Ach so. Da war ja was. Ja, genau. Diese eine Sache. Machen wir mal nochmal unser Baumtanz. Cobblestone hast du. Cobblestone hast du keinen mehr. Doch, vier Stück. Dann platzier mal die Decke von unten, da wo Luft ist. Da wo noch keine Erde ist. Wow, jetzt wäre ich beinahe wirklich runtergefallen. Einfach damit hier schon mal zu ist. Ja, dann gehe ich mal Cobblestone. Hast du jetzt das mit der Half-Slabs gemacht? Wo? Was? Hast du nicht? Nee. Ich möchte das Risiko nicht eingehen. Aber ich. Scheiße! Oh mein Gott! Scheiße!
Ich sag vor allem noch, ich möchte das Risiko nicht eingehen. Hey, aus Fehlern lernt man. Scheiße. Nein! Fuck, 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 scheiße, ey. Warum? Warum? Ein Tod und jetzt auch noch die Lava weg. Ah, ich bring mich um, ich geh jetzt sterben. Geronimo! Nee, ich hab keinen Bock. So, das war's jetzt mit der heutigen Folge. Nee, das war's nicht mit der Folge, das war's mit dem... Ach. Genau. Warum? Ja. Mann! Hättest du einfach die Kampfzone zugelassen? Hier? Nein, genau. Ich hab gesagt, ich gehe das Risiko nicht ein. Dann, warum? Aber ich... Ja? Warum? Ich sag das ja nicht. Och Mann. Dann sag doch, das funktioniert nicht so. Ich hab gesagt, ich weiß es nicht. Ich gehe das Risiko nicht ein. Ja, ich weiß es auch. Ja, was mache ich jetzt hier eigentlich? Toll, ich baue die Erde ab. Also wir haben noch eine Variante. Die heißt. Wir müssen alles aus Holz bauen. Ja, wie? Na, an Stone kommen wir jetzt nicht mehr ran. Ach so, dass wir aus Holz und zu dem Eisenpiller bauen? Wir kommen nicht mehr an Stein. Ja, aber dann müssten wir uns ja zum Eisenpiller bauen und vom Eisenpiller dann ein bisschen nach unten. Nein. Ich hau ihn gleich. Er hört mir nicht zu. Wir haben keinen Stein, ich hab das verstanden. Wir werden nicht an Stein kommen. Stimmt. Scheiße, im Ding ist ja gar kein Lava. Reimer. Hast du mich gerade gehauen? Können wir nicht ein bisschen... Warum? Mann. Hey, aus Fehlern lernt man, ganz ehrlich. Nee. Was dir schon alles passiert ist. Ja, das könnt ihr aber jetzt... Ich hab gesagt... Oh, Mann. Ich ärgere mich jetzt gerade nicht. Meine Frage, warum baust du weiter? Was soll ich denn sonst machen? Können wir nicht mal ein Auge zudrücken und dann tun wir uns einen Lava-Eimer nochmal besorgen? Nein. Dafür gehe ich jetzt nochmal sterben. Ja, geh sterben. Mann. Jetzt sterben? Na, nicht so sterben! Hey, ich will's auf deinen Modi-Start machen! Geronimo! Feigling! Oh, was? Feigling! Dort dafür sterbe ich gleich noch einmal. Weil es so schön war, jetzt sterbe ich die ganze Zeit. Ja, endlich Ruhe. Mann, warum? Nein! Warum machst du das? Weil du es nicht wusstest, nichts wusste. Also habe ich es ausprobiert. Ja und, ich habe... Aber warum Risiko? Du hast 50% Chance. Und wenn es nicht funktioniert, dann hast du die Arschkarte. Also, folgender Vorschlag. Zuschauer entscheiden, ob Shadow TS sterben geht. Ach ne, das entscheide ich. Hey!
Ach, Mann! Die Zuschauer entscheiden, ob wir uns einen neuen Lava-Eimer geben oder nicht. Wenn wir keinen neuen Lava-Eimer kriegen, müssen wir das ganze Skyblock einfach mit Holz bauen. Weil Holz haben wir durch die Saplings, haben wir einfach. Dann war es jetzt hier das letzte, was wir mit Cobblestone gebaut haben. Mehr gibt's nicht. Zuschauer entscheiden. Ja, wir haben auch keine schönen Blockstrukturen mehr. Wer ist schuld? Genau. Wo ist der Sündenbock? Der fällt gerade die ganze Zeit aus der Welt. Bin ich nicht. Bist du wohl. Nein. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Shadow probiert weiterhin hier auf das Ding zu kommen. Hat noch 3 Versuche, dann darf er es beim nächsten, bei der nächsten Aufnahme probieren. 1. Zwei. Drei. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao, Leute.